Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notruf 112, der Feuerwehrsimulation. Wir stehen hier am Montagmorgen 7 Uhr und warten auf den Auftrag oder den Notruf. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Es soll ja angeblich spezielle Notrufe geben. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es sind welche mit dem KEF. Aber ja, einfach mal andere wäre natürlich auch schon einfach nett. Dass wir nicht immer die gleichen Einsätze sehen. Ich bin mal gespannt. Lassen wir uns überraschen, was denn da rauskommt. Kleinsteinsatzfahrzeug, sehr schön. Wir machen den Kollegen hier, Truppführer, weil ich ja wieder das Problem habe, dass mein Lenkrad nicht funktioniert. Ölspur, okay. Nicht sehr weihnachtlich, aber KEF, das ist wichtig. Und mal was anderes, das ist auch wichtig. Ja, ja, wart auf mich. Wart auf mich, ich komme ja schon. So. Auf geht's. Oh, der Arme. Er bewegt das Lenkrad mit Gedankenkraft. Okay. Telepathische Lenkung. Und jetzt hat er keine Hände. Das ist ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Naja, schauen wir mal. Hallo Jungs. Bin mal gespannt, wo wir hin müssen. Ich hoffe ja mal nicht zu weit weg. Na, wo will er denn ganz hin? Wow. Ganz schön was los. Viele Fußgänger unterwegs. Oh, wo müssen wir denn ganz hin? Das ist ja am Ende der Welt. Sind wir da überhaupt noch für zuständig? Ah ja, hier. Oh, da hat einer ganz ordentlich Öl verloren. Genau, wir stellen uns in der Kurve mitten auf die Straße. So, einmal aussteigen. Begib dich in den markierten Bereich. Ah, geht zu Warnblitz. Okay. Die brauchen wir. Die andere Seite wäre eigentlich wichtiger. Aber egal. Das ist so der ideale... Naja, okay. So der ideale... die ideale Aufstellung ist... Ich glaube nicht. Aber das Spiel wird schon wissen, was es tut. Besser. Geh zu weit, Warnblitzleuchte. Oh, hat er doch festgestellt, dass sie falsch ist.
So, nehmen wir auf. Jetzt ist besser. So, gehe zu Besen. Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über los. Das ist sogar kein Öl, ne? Das ist Schlamm. So, Besen aufnehmen. Dann fegen wir mal, was das Zeug hält. Was der Besen hergibt. Können wir in die Ego-Perspektive? Können wir. Bearbeite Schlamm. Wow. Benutze Besen aus Schlamm. Machen wir. War das noch nicht genug bearbeitet? Ach, da ist noch einer. Ich dachte gerade, war doch gar nichts mehr zu sehen. So, gehe zur Fahrzeugtür, verstaue Besen in Fahrzeugtür. So. Gehe zur Warnblitzleuchte. Machen wir. Machen wir doch glatt. So, nehmen wir auf. Wenn da einer um die Kurve gekachelt kommt, dann Prost Mahlzeit. So. Und auf geht's, fahren wir heim. Ich hoffe, er fährt heim. Sieht aber nicht verkehrt aus. Was ich mich ja immer frage, ich sehe Spiele wie dieses hier, mit dieser Grafik, die leicht ruckelig laufen. Dann sehe ich Spiele wie, wow, einfach mal die Schienen über die Straße gelegt, kann man machen. Wie der Witcher oder sowas mit einer wirklich sehr schönen Grafik, einer deutlich umfangreicheren Grafik, würde ich zumindest mal sagen. Oder auch jetzt Kettle und Cops. Die irgendwie doch sehr viel flüssiger laufen. Da frage ich mich dann immer, was machen die anders? Farmer Simulator war ja das gleiche. Da ist jetzt aber, glaube ich, eine neue Engine. Das müsste ich mal wieder testen. Da gab es ein Update. Wie das da aussieht. Oder American Truck Simulator oder Euro Truck Simulator. Die sind vom vom Umfang her oder vom Grafikumfang her deutlich höher. Und laufen besser. Das verstehe ich manchmal nicht. Interessanterweise sind es vorwiegend deutsche Firmen, die's, wo das dann so halt aussieht. Ich weiß nicht warum.
soll jetzt auch nicht wirklich unbedingt Kritik sein, das ist nur einfach, was mir aufgefallen ist. Wo ich mich dann halt schon frage, wieso? Warum ist das so? Was machen die anderen anders? Naja, lassen wir uns überraschen, wie sich die Spiele so hier noch alle entwickeln. Ich denke, ich werde es dann auch nächste Woche wieder mal ein paar Folgen hier aufnehmen können. Ein paar mehr. Weil ich habe dann nächste Woche Urlaub und dann nochmal wirklich Zeit, wieder einige Folgen von den Spielen aufzunehmen. Zeit, die doch immer so ein bisschen kurz kommt im Moment, weil ich gerade unter der Woche nicht so riesig viel davon übrig habe. Aber ja, und halt noch eine ganze Menge andere Spiele, ne? Da ist Notruf 1 an 2 leider ein bisschen hinten dran. Aber jetzt nach Weihnachten fällt dann noch Planet Coaster Weihnachten wieder weg. Dafür dürfte Kettle und Corps aber natürlich deutlich mehr werden, weil da sollte jetzt Mitte oder jetzt Ende dieser Woche, also Mitte des Monats, die inoffizielle Early Access beginnen. Inoffiziell da deshalb, weil es quasi erstmal getestet wird von den Leuten, die jetzt auch schon, wow. Hat keiner gesehen, oder? Dass es mal wieder gecrasht hat. Oh, eben mal in die Garage gebeamt. Auch nicht verkehrt. So. Ja, dann sage ich doch einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wahrscheinlich erst nächste Woche. Mal schauen. Aber beim nächsten Mal dann auch wieder, wenn es wieder heißt Notruf 112. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.